Hallo, hallo, hallo! Wir sind jetzt bei Teil 47, meine lieben Leute. Los geht's! Bist du in Internetforen aktiv? Frage 921, bist du in Internetforen aktiv? Nicht mehr so oft. 922, kannst du gut Häppchen zubereiten? Nein, mache ich fast nie. 923, was hast du vor kurzem ganz alleine geschafft? Meine Regale aufgebaut. 924, inwiefern gleicht dein Leben einem Märchen? Jedes Leben ist ein Märchen, was man lebt. 925, was verstehst du manchmal immer noch nicht? Dass es lauter Idioten auf der Welt gibt, dass es Hater gibt, dass es Mobber gibt, dass Kinder Arschlöcher sein können. Ja. 926, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für mein Kind, wenn es ihm schlecht geht. 927, trägst du täglich Make-up? Nein, wie man sieht. 928, welche Meditationsübung machst du am liebsten? Gar keine. 929, was würdest du tun oder hättest du getan, wenn die Menschen im Durchschnitt nur 40 Jahre alt werden würden? Ich würde mein Leben bis dahin leben, ganz einfach. 930, worüber ärgerst du dich bei anderen, obwohl du es selbst auch tust? Was tue ich, was andere tun? Teilweise ein Bildmacher. Das klingt jetzt auch blöd. Ich zweifle an Dingen, was andere sagen, ob es stimmen könnte oder nicht. Ja, das würde ich so jetzt stehen lassen. 931. Hast du jemals Zweifel an deinem Charakter gehabt? Nein. 932, welcher Cocktail beschreibt dich am besten? Keiner. 933, welcher der Hochzeiten, die du besucht hast, war am schönsten? Ich war in meinem Leben genau auf zwei Hochzeiten. Die eine war 2018 im Mai, die andere ist schon länger her, keine Ahnung wann das war, aber die fand ich persönlich schöner. 934, auf welcher Seite im Internet bist du am liebsten? Ich sage jetzt mal YouTube, weil auf Facebook bin ich eigentlich jetzt auch nicht wirklich viel. Ich bin eher auf Twitter dabei unterwegs. 935, hattest du schon mal ein Blind Date? Ja. 936, in welchen Gang im Supermarkt würdest du gehen, wenn du eine Minute lang kostenlose Ware mitnehmen dürftest? Supermarkt. In die Naschereiabteilung. Ja. 937, hast du mal jemanden verführt? Ja. 938, gehst du gerne zum Friseur? Nein. 939, kommst du mit der Familie deines Partners gut aus? Da ich keinen Partner habe, sage ich nein. Wenn ich jetzt die Ex-Schwiegereltern nehmen würde, auch nicht. Letzte Frage. 940, welcher Songtext hat dich begleitet, als du mal Liebeskummer hattest? Es lebe der Zentralfriedhof von Wolfgang Ambros. Das war jetzt Teil 47. Wir sehen sich dann bei den
nächsten noch drei Teile, dann sind wir fertig. Ja, tschüss.